Die britische Wildlife-Expertin Kate Hamm, ihre Bewohner. Woche 3. Bei aller Faszination, das Team will weiter. Bevor die Luft knapp wird und die ganze Gruppe auftaucht, Riesenfische finden. Und dann der Moment, auf den alle gewartet an diesem Ort sammeln. Sie kommen hierher, um sich reinigen zu lassen. Zwei Mantarochen, direkt über meinem Kopf. Der eine dort wird gerade geputzt. Die Atemluft wird knapp und das Team muss zurück an die Oberfläche. You enjoyed that, huh? You enjoyed that. Kate direkt bei den Mantas und die Putzerfische. Kate und ihr Team konzentrieren sich auf die, obwohl sie nur auf 30 Meter Tiefe liegen. Unglücklicherweise ist das auch schon Tauchern passiert. Und sie sind hier gestorben, in diesen außergewöhnlichen Höhlen. Die Blue Holes sind ein Ort mit magischer. Schaut, wie die Sonne durch diese Löcher scheint. Kate ist eine erfahrene Taucherin. Doch selbst für sie sind solche extremen Bedingungen neu. Der ständige Funkkontakt ist für die Sicherheit der Taucher lebensnotwendig. Es ist nicht einfach, hierher zu kommen. Ditschen und Fächerkorallen. Gar nichts. Ich werde einfach von der Kraft der Strömung vorwärts gedrückt. Die Strömung fegt jetzt mit 5 Knoten. Die Strömung ist so stark, dass ich mich kaum festhalten kann. Es ist wie in einem Orkan. Die Kraft des Wassers ist furchteinflößend. Man weiß genau, dass man gegen diese Wucht machtlos ist. Kate, nur damit ihr es wisst, wir können euch nur schwer verstehen. Wir werden über dem Riff abgetrieben. Wir bleiben alle zusammen. Selbst die erfahrensten Taucher im Team haben Probleme, gegen die Kraft des Wassers anzukämpfen. Gegen den Peleliu-Express hat keiner eine Chance. Das Team beschließt, sich gemeinsam mit der Strömung treiben zu lassen. Als Gruppe können sie später leichter vom Begleitboot gefunden werden. Und jetzt schweben wir. Was für ein irres Gefühl. Erleichterung nach dem Tauch. Kraft des Wassers derart schutzlos ausgeliefert zu sein, hinterlässt Respekt bei Florian und Kate. Und auch körperliche Schwäche. Und weil ich noch nie einen Riffhaken benutzt habe. Die Jungs waren natürlich ganz locker, haben sich eingehakt und sind richtig geflogen. Ich habe immer nur gedacht, auf keinen Fall vertraue ich diesem kleinen Haken und habe mich festgekrallt. Es war unglaublich aufregend. Mulmig wurde mir erst, als Terry zu mir sagte, dass unter denselben Bedingungen im letzten Jahr eine Frau starb. Okay. Der See heißt Jellyfish Lake. In seinen Wassern leben über 2 Millionen Quallen. Im Gegensatz zu Feuerquallen brennen diese nicht auf.